Hallo, ihr da draußen im Internet. Ja, ich bin Jens Ohrenblicker. Ich bin Hörspielmacher, Sprecher, Musiker. Und mein Alter tut nicht zur Sache. Meine Hobbys sind Ukulele spielen. Es ist kein Trick, nicht Hexerei, nicht Dotschung oder Schwindelei. Seifenblasen machen. Und Whistleblowing. Ja, auf kleinen Pfeifen und auf großen Pfeifen. Ja, und hiermit hätten wir auch schon die Überleitung zum Thema Australien. Dieses schöne Bild hat mir ein kleines Mädchen nach einer meiner letzten Lesungen in die Hand gedrückt. Und sie hat genau zugehört und das gemalt, wovon ich erzählt habe, nämlich Australien. Es ist lange her, nämlich 12 Jahre, seit ich dort war. Ein ganzes Jahr war ich dort, habe viel erlebt, habe dort gearbeitet, bin viel herumgereist. Und es gibt eine ganze Menge Geschichten, die ich zu erzählen habe. Und ich habe gedacht, ja, ich muss endlich mal meine Geschichten auf CD rausbringen. Ich bin ja schon oft gefragt worden. Und deswegen möchte ich das jetzt in die Hand nehmen und dazu brauche ich eure Hilfe. Ich möchte meine Australien-Erinnerungen auf einer Doppel-CD festhalten. Das heißt, es wird Geschichten geben von mir, Erlebnisse, Erinnerungen, Anekdoten, die ich ein bisschen mit eigener Musik hier und da würzen möchte, und es wird auch Geräuschaufnahmen zu hören geben, die ich in Australien damals gemacht habe, sogenannte Ohrenblicke. Hörer meines Podcasts wissen Bescheid. Und den Hauptteil werden aber die Erzählungen bilden. Ja, 2 CDs, inklusive allem Drum und Dran. Da braucht man auch Grafik, Druck und die ganzen Kosten, die man da hat. Die Produktion mache ich selber, ja, also das Einsprechen, das Mischen, Schneiden. Die fertige Produktion mache ich selber, aber CD-Pressung, Druck und alles drumherum. Dafür müsste ich jetzt auch viel Geld ausgeben, das ich nicht habe. Deswegen bitte ich euch, wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet und wenn ihr vielleicht auch eine CD haben möchtet, könnt ihr die Sache vorfinanzieren. Ja, wie funktioniert das mit Crowdfunding? Für alle, die das nicht kennen, erkläre ich das kurz. Ich nutze die Plattform Crowdfans. Deshalb, weil sie auf Hörbücher und Lesungen spezialisiert ist und weil ich auch die Betreiberin kenne und weil dann sehr guter Kontakt besteht. Ich habe bereits ja ein anderes Crowdfunding-Projekt dort gestartet. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, Teheran im Bauch. Auch das könnt ihr fleißig unterstützen. Damit unterstützt ihr auch mich und weitere Projekte dieser Art. Was ihr jetzt erstmal tun müsst in der ersten Phase, ihr müsst Fan werden. Ja, das bedeutet nichts weiter, als dass ihr euch bei Crowdfans, falls nicht schon geschehen, registriert. Und dann müsst ihr da auf Fan werden klicken und schon seid ihr dabei. Ich brauche eine bestimmte Anzahl von Fans, bis ich überhaupt in die Finanzierungsphase gehen kann. Das macht man, damit wir eine Sicherheit haben, ob auch genügend Interesse besteht an diesem Projekt und ob genügend Leute bereit sind, zumindest moralisch mich zu unterstützen. Ihr geht da noch keine Verpflichtungen ein, das kommt dann erst, wenn diese Phase erreicht ist, dass genügend Fans da sind, dann geht es in die Finanzierungsphase. Das heißt, ihr könnt Geld geben. Das ist aber keine Spende, denn ihr bekommt was zurück. Zum Beispiel die CD. Das ist nur so, dass ihr erst das Geld gebt und dann, wenn genügend Geld zusammen ist, dann wird erst die Pressung gemacht und der Druck und alles und ihr bekommt dann die CD noch vor Weihnachten zugeschickt. Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn nicht genügend Geld zusammenkommt? Ich brauche 2.500 Euro, das kostet mich der ganze Spaß mit Pressung, Grafik und Druck und den Materialkosten. Ja, wenn dieses Geld nicht zusammenkommt, was wir alle nicht hoffen, dann bekommt ihr euer gespendetes Geld in voller Höhe zurückgezahlt. Das heißt, ihr habt überhaupt kein Risiko. Ihr könnt außer der CD auch noch andere Dinge bekommen, zum Beispiel eine Wohnzimmerlesung von mir. Das heißt, ich komme in euer Wohnzimmer, bringe meine Ukulele mit und mache eine Uku-Lesung. Das heißt, es ist eine Lesung dieser Geschichten mit entsprechenden Liedern dazu. Das könnt ihr in eurem Wohnzimmer machen oder auf eurer Geburtstagsfeier. Wo auch immer, ich komme dann zu euch, wenn ihr den entsprechenden Betrag zahlt. Das seht ihr alles in der Spalte rechts. Da ist das alles aufgelistet, was ihr bekommen könnt. Guckt euch das ruhig an. Wenn ihr Vorschläge habt, Dinge, die ihr vielleicht haben wollt, die jetzt in dieser Spalte nicht aufgelistet sind, schreibt mir einfach eine E-Mail,
jens@ohrenblicke.de. Ihr könnt mich auch über crowdfans.de kontaktieren. Das geht auch, wenn ihr da registriert seid. Und wenn ihr Vorschläge habt, Verbesserungswünsche oder was auch immer, in dieser ersten Phase kann ich noch alles ein wenig anpassen und ergänzen. Gut, gibt es noch etwas zu sagen? Ich würde mich freuen, wenn wirklich viele mitmachen. Es wird auch eine Party dann geben im Januar, wenn die CD zustande kommt. Und auch da kann man sich auf die Gästeliste setzen lassen, wenn man den entsprechenden Betrag spendet. Und ich freue mich riesig, wenn es klappen würde. Bis dahin, schön das Video teilen, schön mitmachen und macht's gut. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Es wird sicherlich ein paar Video-Updates geben und ich werde euch dann von dem Stand der Dinge berichten. Bis dahin, alles Gute.